Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Evil Genius 2 World Domination. Ja, wir bauen auf der zweiten Ebene gerade wieder so einiges, unter anderem auch unser Konstruktionslager. Da können wir mal gucken, was hier los ist. Ja, da kommen ein paar Schurken, die wollen hier stehlen bei uns. Aber die wehren wir natürlich ab. Ja, ansonsten haben wir hier wieder ein paar Goldstatuen noch zu verkaufen. Die wollen wir natürlich auch loswerden mit der Zeit. Gerade so in großen Räumen, wo viel Platz sind, werden dann auch gerne mal Scheren zu Gold verwandelt. Was liegt denn darum? Gefälschtes Beweismaterial. Das sieht ganz nach Agent X aus. Können wir auch mal verkaufen. Ja, die platzieren dann teilweise hier auch so gefälschtes Beweismaterial und sowas. Und wenn hier Agenten dann reinkommen und das finden und mitnehmen, ja, dann nehmen sie das halt mit und dann erhöht sich der Argwohn wieder, dann kriegen wir mehr Besuch und so weiter und so fort. Ja, zieht immer einen Rattenschwanz nach sich. Haben wir hier noch Schergen, da haben wir noch einen. Ja, ansonsten ist das Casino ziemlich leer. Ich glaube, jetzt haben wir so ziemlich alle Goldstatuen gefunden. Ja Leute, da würde ich das Gefängnis vielleicht nochmal auf die zweite Ebene hier verlagern. Das können wir vielleicht hier mal hinbauen. Ich bin gerade am Überlegen, wie wir das am besten bauen. Jetzt hier 5 auf beiden Seiten? Ich glaube ja. Das ist schon mal gut. So, dann haben wir hier Hochsicherheitszelle oder Zermürbungszelle. Ich würde eigentlich ganz gerne die Hochsicherheitszelle bauen, weil dann haben wir auch direkt eine Kamera da dran, dass wir dann sehen können, falls mal jemand ausbricht. Okay, das geht nicht ganz auf. Das heißt, wir bauen hier einfach nur mal 6 Zellen von denen. Sollte erstmal reichen. Dann lassen wir wieder eine Wand zwischen. Huch. So nicht. So, sehen wir das Ganze mal doppelt ab. Und dann können wir hier vorne halt den einmal hinbasteln. Und wir brauchen noch Verhörstühle. Ob wir die hier direkt drin haben? Ich glaube nicht. Können wir vielleicht nochmal hier so ein bisschen rumbauen. Ich glaube, 3 reichen, oder? Nee, es sollten schon 4 sein. Na gut, dann so. Hier nochmal. So, dann können wir hier 2 Stühle hinstellen. Als Verhörmethode. Genau. Und dann würde ich hier ganz gerne halt nochmal ein Arsenal bauen. Ja, mit ein paar Kameras.
Kurz gucken. So. Genau, so habe ich mir das gedacht. Dass wir hier auch ein paar Scheren haben, die ein bisschen aufpassen. 3-3 sollte reichen, zumindest für den Bereich. Ob die dann auch immer besetzt sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Es können natürlich auch die von oben sein, die da drauf Acht geben. Jo. Hier nochmal ein bisschen Deko platzieren. Hier noch eine Gefängnistür, sehr schön. Da bauen wir mal zwei hin. Und die Lasertür, ich weiß nicht, die lassen wir vielleicht einfach mal weg. Okay, wenn das nicht klappt, dann machen wir das so. Huch, bisschen abgerutscht. So, Lichter haben wir hier gar nicht für das Gefängnis. Können wir auf jeden Fall zwei Klimaanlagen hinstellen. Hier nochmal zwei von denen. Kaffeemaschine hätte ich noch gerne. So, und dann können wir hier noch ein bisschen uns austoben. So, hier haben wir aber Lichter, zwei Stück schon mal. So, ein bisschen Deko darf natürlich auch wieder nicht fehlen. So, die sollen es auch ein bisschen gemütlich haben. So, und damit haben wir dann unseren Gefängnistrakt hier schon mal gebaut. Der befindet sich dann auch auf Ebene 2 und dann können wir das ja gleich mal abbauen, sobald das oben platziert ist. Ja, Leute. So, jetzt haben wir fast gar nichts mehr auf der ersten Ebene. Nur noch sehr wenig. Das meiste spielt sich hier auf der zweiten Ebene ab. Tatsächlich. Wir können mal gucken. Gibt es hier mittlerweile einen Nachwuchsplan? Leider nicht. Können wir aber vielleicht mal verringern. Dann müsste gleich auch einer kommen. Ja, ansonsten kriegen wir Geld in die Kassen gespült. Um Energie wollten wir uns nochmal kümmern. Das machen wir dann, sobald der Gefängnistrakt gebaut ist. Dauert natürlich auch ein kleiner Augenblick. Eine Saboteurwelle ist angekommen, okay? Here I come. Ja, mit Eli Barracuda würde ich hier ganz gerne mal in diese Maschine reingehen. Und mal schauen, was wir denn da ändern können. Weil mit Yubai, da gefallen mir eigentlich die Eigenschaften so, wie sie sind. Da könnten wir vielleicht das Aussehen nochmal ändern. Aber wir probieren das jetzt erstmal mit Eli aus. You got it. So, der setzt sich. Das wird wahrscheinlich random sein, wie der jetzt rauskommt. Ah, okay, cool. Er sieht natürlich noch besser aus jetzt.
So, wenn wir dann nochmal reingehen mit ihm, was passiert dann? Ich meine, seine Sachen haben sich jetzt hier nicht verändert. Das war jetzt erstmal nur das Aussehen. Ah, okay. Jetzt sieht er einfach wieder normal aus. Ja, gut. Zieh dich mal ruhig in den weißen Anzug an. Das sah ganz schick aus. Und bei Yubai können wir dann auch mal gucken. Wahrscheinlich haben seine Angriffe dann noch zusätzlich dieses rote Zeugs, das sie versprühen. Das könnte ich mir vorstellen. Dass es gar nicht so sehr die Eigenschaften an sich ändern. Your henchman is in combat. It is time. Vielleicht können wir Espectro da selber ja auch nochmal reinschicken. Speak your mind. Ja, das Bild hat sich jetzt auch ein bisschen geändert von ihm. What do you ask of Jubei? Jubei. Ja, komm mal ran hier. Du kannst dich auch mal da reinsetzen. No, I'm too old for this. Move. Was? Komm rein hier. Speak you. I am old. Not stupid. Okay, er will das anscheinend nicht. No. Schade. You do it. What do you ask of Jubei? Okay, und mit Espectro selber. My hour is. Yeah. Komisch. Okay, mit den anderen geht das wohl nicht. Oder es geht vielleicht immer nur mit einem Handlanger. Das kann natürlich auch sein. Ja, Leute, ich würde sagen, wir gucken uns mal eine neue Nebenhandlung an. Vielleicht holen wir uns noch den einen oder anderen Nebenboss, also Handlanger. Ja, Unterweltbosse. Oder wir kümmern uns mal um La Corazon del Luchador oder Luchador, wie auch immer. Ist die Frage, was machen wir zuerst? Ich die Robotikerin. Jeder liebt Roboter, aber niemand versteht von ihnen so viel wie diese Robotikerin. Ihre Technologie ist vielversprechend, doch ihre Motive sind zweifelhaft. Finde heraus, ob sie für dich nützlich oder gefährlich ist. Starten wir die Nebenhandlung mal. We have an unusual window of opportunity. What is it? Our scouts report unusual chipsets being fabricated at a remote facility. Estimates suggest advanced robotics. Perfect. Why beat people senseless myself when a robot can do it 38% more efficiently? Send a team to get it. At once, boss. Das machen wir doch mal direkt. Befalle die Anlage auf der Weltkarte. Und zwar haben wir die hier. So, kommt kein Argwurmplan hier zustande. Schade. Denn das erhöht sich hier weiterhin. So, wie sieht es denn hier aus vor dem Casino? Wir hatten ja ein paar Saboteure, glaube ich, zu Besuch. Noch eine Goldstatue. Also ich sehe nirgends, wo Saboteure rumlaufen. Also haben sie es wahrscheinlich auch nicht reingeschafft, oder? Was meint ihr? Vielleicht im Keller? Ne, sieht auch alles gut aus. Was haben wir denn hier gemacht? Ein bisschen mit der Maus abgerutscht. Ja, wir könnten auf jeden Fall noch einen zweiten Gang machen hier mit. Ja, das machen wir mal wieder zu. Ja, mit weiteren
Generatoren. Ach, was mache ich denn da? Da gehört ja noch einer daneben. Suchen. So, auch hier unten haben wir alles schön abgesichert mit den Türen. Kommen Saboteure nicht ganz so einfach rein. Natürlich auch, aber geben zumindest unser Bestes, dass wir das denen nicht so einfach machen. Sollten die mal hier runterkommen. So, schön. Haben wir dann nochmal ein bisschen zusätzliche Power. Das gleiche machen wir hier nebenan auch nochmal. Da unten orientieren. Not enough gold to complete this construction. Was? Nicht genug Gold? Was ist das denn? Ja, die müssen wir noch abbauen. Weil Gold in der Erde sieht irgendwie nicht so schön aus. Dann lieber alles einheitlich haben. Max würde sich natürlich freuen, aber wir bauen das auch extra für ihn ab jetzt. Ja, okay, das kostet schon wieder ordentlich. Sehe ich gerade. So, dann baut mal wieder fleißig. Okay, hier haben wir nur Agenten gerade unterwegs. Ich glaube, Saboteure hätten wir auch schon mitbekommen. Die hätten schon irgendwas in Brand gesetzt. What's this? An unauthorized transmission. Source unknown. Hi. We haven't been introduced. My name is Naomi Sorayama. Nice to meet you. You rob me. Let's talk. I'm not compensating you. Of course not. You're human. All we do is disappoint each other. But I'm warning you. Leave this alone. No matter. We'll proceed with the operations and track down their transmission. Ja, wir haben eine Übertragung reinbekommen. Überfalle die anderen Anlagen auf der Weltkarte. Okay, hier haben wir noch eine. Da hätten wir noch eine. Und hier oben bei Agent X, ja, da graut es mir ja schon wieder vor. Ich hoffe nicht, dass der wieder ins Besuchen kommt. Sehr schöne Falle wurde erforscht. Ja, wir erforschen jetzt hier alles nach und nach. Fallen werden wir aber nicht platzieren, Leute. Lohnt sich einfach nicht. So, hier haben wir auch, können wir mal kurz Sprit holen, dann entfernen wir den Argwohn wieder und lassen dann gleich mal einen Geldplan laufen. Hier brauchen wir uns da keine Sorgen machen mehr in der Region, da haben wir den Boss schon erledigt. Auftragskiller können wir mal kaufen, kann ja nicht schaden. So, da können unsere Leute hin. Und hier warten wir noch, bis dann Geldplan kommt. Hier würde ich ganz gerne auch schnell den Plan erledigen. Wobei, das schauen wir uns einfach in der nächsten Folge an, Leute. Das breche ich nochmal ab.
Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet zu Evil Genius 2. Also, bis dahin.